Nochmal von vorne. Wir befinden uns hier in Deutschlands letzter Wildnis, und zwar in Brandenburg, genau im Barnim. Aber auch hier in der Wildnis sehen wir, wie der Mensch einen großen Beitrag leistet und versucht, auch den kommenden Generationen die Natur und ihre Artenvielfalt zu erhalten, indem er den Tieren wie Waldmaus, Lurch und Ohrenkneifer eine Überlebenschance bietet, damit sie den harten Winter bei Sturm, Schnee und Hagel sicher überstehen können. Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseher und alte Autoreifen dienen den Tieren des Waldes als schützendes Dach bei Sturm und Hagel. Bitte helft mit bei der Aktion Menschen helfen Tieren. Für alle die stillen Helfer, die in ihrer Bescheidenheit nicht erkannt werden wollen, habe ich dieses Lied geschrieben. Danke. Der Lorch. Im Straßengraben wohnt ein Lorch, der hat sich hier versteckt und hofft, dass er dort sicher ist, dass man ihn nicht entdeckt. Da sitzt er unter einem Stein und wartet auf die Nacht. Und wenn es endlich dunkel wird, dann kommt er raus ganz sacht. Dann schleicht er durch sein kleines Reich, ist selbstbewusst und keck und späht nach fetten Würmern aus, das ist sein Lebenszweck. Ein Lorch lebt circa 30 Jahre, ganz friedlich, froh und still. Doch das leider noch der Mensch, der ihm ans Leder will. Da sitzt er manchmal stundenlang und starrt nur vor sich hin und denkt, ich habe großes Schwein, dass ich so winzig bin. Und außerdem, mir geht's nicht schlecht, die Kinderchen sind groß. Und nächstes Jahr, im März, April, da geht's von vorne los. Da such ich mir eine neue Frau, mal schauen, wir werden sehen. Doch Vorsicht, langsam wird es hell, ich muss nach Hause gehen. Ein Lorch lebt circa 30 Jahre, ganz friedlich, froh und still. Doch das leider noch der Mensch, der jemals Leder will. Er muss sich sputen, weil jetzt schon die ersten Hähne krähen. Viele Menschen hier vorbei den Weg zur Arbeit gehen. Vielleicht zu Klappe kann ja sein, die Zeiten ändern sich. Die Zeiten werden sich ändern, doch der Mensch, der kann das nicht. Noch 40 Zentimeter, dann wird er zu Hause sein. Doch plötzlich fällt von ungefähr was in den Graben rein. Eine leere Flasche Bier, die trifft ihn mitten ins Gesicht. Ein Lorch lebt 30 Jahre, aber nur mit etwas Glück. Dankeschön.